Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem Video bezüglich dem DLC, was am 28.06.2022 erscheinen soll. Und zwar ist dies das Kubota Pack. Ich habe gestern schon mal ein kurzes Video rausgebracht bezüglich diesem Kubota Pack. Und zwar mit einer kurzen Zusammenfassung. Heute möchte ich dies ein bisschen vertiefen, ein bisschen detaillierter die Geräte anschauen und eventuell sogar schon ein bisschen herausfinden, in welchen Konfigurationen diese möglich sein werden. Ich habe gestern ein bisschen rumgestöbert und habe gefunden, dass man nicht Kubota sagt, sondern Kubota. Das ist die japanische Art, das auszusprechen, heißt Kubota, nicht Kubota. Also werde ich versuchen, es ein bisschen japanisch zu halten, da es ja wirklich auch eine japanische Marke ist, die vor ca. 130 Jahren in Osaka gegründet worden ist. Mehr geschichtliche Details im Video, das ich gestern herausgebracht habe. Einfach oben rechts auf das R klicken, um das entsprechende Video zu sehen. Mit dem Kubota Pack erweitert ihr den Fuhrpark eures Hofes um 11 neue Fahrzeuge und Geräte des japanischen und multinationalen Konzerns, das vor über 130 Jahren in Osaka gegründet wurde. Darunter der Kubota M8, der bisher größte Traktor des Herstellers, dank des geräumigen Kabineninnenraums und einer erstklassigen Rundumsicht überblickt ihr all eure Felder und nehmt Platz im geräumigsten Bürostuhl eures landwirtschaftlichen Unternehmens. Hierzu kommen die Baureihen M5, M6 und M7 sowie ein Radlader, ein Kompaktlader und weitere schwere Maschinen von Kubota. Damit bewältigt ihr die täglichen Aufgaben der Landwirtschaft mit modernen, vielseitigen und leistungsstarken Geräten. Dazu zählen auch zwei leistungsstarke UTVs, um eure Ländereien zu erkunden und produzierte Waren auszuliefern. Sind die Kubota-farben lackierten Fahrzeuge noch nicht genug, findet ihr in der Garderobe auch neue Kleidungsstücke im Look des namhaften und industrieführenden Unternehmens für euren Charakter. Der Erscheinungstermin ist, wie gesagt, uns schon weit bekannt, der 28. Juni. Und zwar ist diese Erweiterung natürlich für die Windows-Version inklusive den Steam und Epic Stores und der macOS-Version. Und zwar natürlich auch noch für alle Plattformen. Damit dieses DLC funktioniert, ist die Version 1.6 oder höher des Spiels vonnöten. Wir sind im Moment auf 1.4.1, das heißt also dazwischen wird es noch ein Patch geben, zumindest um auf 1.5 heraufzukommen, um dann auch zum Release von diesem DLC das nächste Patch zu erhalten. Und das natürlich wäre dann die 1.6. Wir haben angesprochen die vier verschiedenen Serien, die dazukommen. Und zwar möchte ich anfangen mit der M5 Series. Natürlich ist der Hersteller Kubota, ist in der Kategorie Kompakttraktoren zu finden. Und zwar zu erwarten ist eine Leistung von 92 bis 106 PS und eine Maximalgeschwindigkeit von 35 km/h. Auf der Webseite von Kubota finde ich drei Traktoren mit dem Vorzeichen M, und zwar einmal M5001, und zwar in der Narrow und der Narrow Power Crawler Version, und die M5002, die natürlich jetzt aufgrund der Leistungsmerkmale, die schon genannt worden sind, und zwar von 92 bis 106 PS nicht in Frage kommen wird wahrscheinlich. Daher wird dies erstmal sich reduzieren auf den M5001 Narrow. Der hat in Original eine Leistung von 73 bis 105 PS. Dann gibt es noch die Crawler-Version, die hat dann eine Leistung von 93 PS. Also hier wird sich wahrscheinlich einiges nicht unbedingt decken. Ich weiß nicht, ob wir dann hier die Option haben werden, bei diesem M5 zwischen der Narrow und der Narrow Power Crawler Version zu wählen. Das könnte möglich sein, dass es dann unter den Reifenherstellern die Möglichkeit gibt, hier die Crawler Version zu wählen. Auf jeden Fall scheint es, dass dieser M5 Serie dafür geeignet ist, vor allem in den Wein- und Olivenhainen zu erledigen. Sollte die Crawler Track Version auch kommen, dann wäre das wirklich, sagen wir mal, eine Ergänzung oder eine Alternative zu den Mach 2 und Mach 4 Traktoren vom Antonio Carraro Pack. Wir schauen uns den M6 an, und zwar kommt dieser natürlich auch von Kubota,
auch in der Kategorie von Kompakttraktoren. Der soll dann eine Leistung bringen von 104 bis 141 PS und die Maximalgeschwindigkeit soll bei 40 km/h liegen. Hier gibt es auch zwei Versionen, die in Frage kommen könnten. Und zwar ist das den M6001 Utility. Der hat zwischen 104 und 143 PS in Original. Ich glaube schon, dass es diese sein wird, denn der M6002 ist schon stärker bestückt. Also das heißt, hier wird definitiv die M6001 Utility ins Spiel kommen. Dann kommen wir zu der M7-Serie, natürlich auch von Kubota und natürlich zu finden dann in der mittelgroßen Kategorie. Leistung, die zu erwarten ist, ist zwischen 128 und 168 PS. Maximalgeschwindigkeit wird bei 50 km/h sein. Dieser Traktor bringt in real eine Leistung von 130 bis 170 PS. Also diese Angaben würden sich hier decken zwischen 128 und 168 PS. Ist wahrscheinlich der bekannteste in der Serie, denn das nächste Modell ist ein sehr neues Modell. Das ist im deutschen Markt noch nicht verfügbar. Und zwar sprechen wir von der M8 Series. Die habe ich gefunden ausschließlich auf den US- und kanadischen Seiten. Das ist dann ein auch mittelgroßer Traktor, natürlich auch von Kubota. Und bringt eine Leistung von 180 bis 200 PS und hat auch eine Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Traktor, sehr gut ausgestattet, hat eine riesengroße Kabine oder zumindest eine große Kabine mit wirklich viel Glas, wo man wirklich rundherum sehen oder gute Ausblicke hat auf das, was um einen herum passiert. Das ist auf jeden Fall damit der stärkste Traktor, der in diesem Paket kommt, also bis und mit 200 PS, ein mittelgroßer Traktor. Wir werden hier keinen Großtraktor sehen, aber wir haben vier Traktoren hier, die für die mittlere und kleine Farm, respektive auch für die Oliven- und die Traubenhaine zu gebrauchen sind. Des Weiteren gibt es natürlich dann auch noch einen Frontlader und zwar kommt dieser natürlich auch von Kubota, Modell R640, Kategorie Frontlader, eine Leistung von 61 PS und die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 18 km/h. Auch hier sehe ich sehr viel Glas rundherum um die Kabine, das heißt auch hier hat man einen guten Ausblick, ist wahrscheinlich natürlich nicht der größte in der Radlader Frontlader-Kategorie. Auf jeden Fall aber ein sehr schönes Gerät. Freue mich, dass ich den verwenden kann. Des Weiteren haben wir den Kubota SSV75, was ein Kompaktlader ist und zwar natürlich auch von Kubota. Dann hat der eine Leistung von 68 PS und eine Maximalgeschwindigkeit von 18 km/h. Ist ein Konkurrenzprodukt für den Bobcat oder für die Bobcat-Kategorie. Ja, schön, gibt es eine weitere Option dieser Größe. Des Weiteren haben wir den SVL972, natürlich auch in der Kategorie Kompaktlader, kommt natürlich auch von Kubota und hat eine Leistung von 96 PS, Maximalgeschwindigkeit 18 km/h. Und es scheint mir, dass dies ein Kompaktlader ist, der vor allem für die Forstwirtschaft konzipiert worden ist. Also bei der Suche nach diesem Typ kommt eigentlich immer wieder die Forstwirtschaft in den Vordergrund. Um den Traktoren eine komplette Ausnutzung geben zu können, bringt natürlich dieses DLC auch noch zwei Frontlader-Anbauten ins Spiel und zwar zum einen den LA2255, natürlich Kategorie Frontlader von Kubota, braucht eine Leistung von 100 PS. Des Weiteren kriegen wir das nächstgrößere Modell, das würde dann so sich verhalten, wie das bei den Hauern ist, einfach groß oder eine kleinere Version. Und zwar gibt es hier das Modell M77, natürlich Kategorie Frontlader von Kubota und die benötigte Leistung ist bei 140 PS. Und dann kommt natürlich zu dem ganzen DLC noch zwei Autos dazu, respektive RTV oder UTV, Utility Tool Vehicle. Zum einen kriegen wir den RTV X1140W-H, kommt mit einer Leistung von 25 PS, eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h und hat eine Ladekapazität hinten auf der Britsche von 280 bis 1000 Litern.
Beim Herumsehen habe ich herausgefunden, dass dieses Fahrzeug verschiedene Nutzungen gefunden hat, bis und mit zum militärischen Gebrauch. Und hier gibt es wahrscheinlich dann auch einige an Konfigurationsmöglichkeiten. Es ist natürlich ein bisschen früh zu sagen, aber auf jeden Fall sehe ich hier schon auch verschiedenste Möglichkeiten, wie man das ausrüsten könnte. Es ist spannend zu wissen, dass hier 4 Personen Platz haben, also Fahrer plus 3. Und ich bin gespannt, ob diese Beifahreroption tatsächlich zulässt, dass man zu 4 in diesem Fahrzeug unterwegs sein kann. Und dann kommt natürlich noch der RTV XG 850 Sidekick, natürlich von Kubota, Kategorie Auto und bringt eine Leistung von 49 PS, hat eine Maximalgeschwindigkeit von 65 km/h und hat auch eine Ladekapazität von 430 Litern. Auch hier gibt es wahrscheinlich dann extrem viele modulare Bausteine, die hinzugefügt werden können. Wenn ich hier dieses Bild angucke, gibt es hier tatsächlich sehr, sehr viele Optionen. Ja, ist schön, dass wir eine dritte Option haben. Wir haben ja den John Deere und wir haben den Mahindra Retriever und jetzt werden wir dann auch noch den Sidekick haben. Ja, das war's. Das war die kurze Reise durch die Geräte, die angekündigt sind. Im Moment ist dieses DLC natürlich im Vorverkauf zu haben für 11,99 €, was 8% Reduktion entspricht vom natürlich originalen Preis von 12,99 €. Dieser Preis gilt bis zum 27. Juni, also bis zum Tag vorher. Das heißt also zugreifen, zuschlagen. Ich habe keinen Affiliate-Link, einfach kaufen. Solltest du den One-Year-Seasons-Pass haben, dann natürlich musst du dich nicht drum kümmern, wird das automatisch am 28. Juni heruntergeladen. Zumindest so ist es bei Steam. Da wird das zum Download zur Verfügung stehen und wird sich automatisch dann herunterladen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir doch das kostenlose Abo ab, wenn du den Kanal einfach so unterstützen möchtest. Ja, dann ist dein Abo genau das Richtige, was du machen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche einen schönen Tag und eine schöne Vorfreude auf dieses Kubota-Pack. Ich sage danke, tschüss und hasta luego.